Durch meine älteren Videos hat man höchstwahrscheinlich eine bestimmte Sache rausfiltern können. Und zwar, dass ich damals sehr, 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 sehr viel Super RTL geschaut habe. Ich war allgemein viel vor der Glotze und habe gefühlt alles mitbekommen. Aber vor allem die Super RTL-Serien haben mich echt stark geprägt und darüber möchte ich gerne in diesem Video reden. Abonniert gerne diesen Kanal und verpasst nicht, wenn ich die nächsten Wochen und Monate über weitere verschiedene Kinderserien spreche. Die Super RTL Kinderserie, die mir jetzt als erstes by the way dazu einfällt, ist American Dragon. Der Typ ist cool und er weiß, was zählt. So jung und schnell, er ist auserwählt. Lasst euch nicht erschrecken von dem American Dragon. American Dragon war so nice. Ich habe so unfassbar gefühlt, als Drake sich immer wieder zu einem Drachen verwandelt und gegen die Bösewichte gekämpft hat. Ich denke, jeder hat es gefühlt, oder? Jeder von uns wollte auch safe selber mal der American Dragon sein und die Fabelwesen vor dem großen Jäger und seinem Jägerclan beschützen. Diese Serie war so gut. Ich bin gerade dabei, diese wieder zu gucken und ich fühle das Ganze einfach wieder wie damals. Ich erlebe diesen Cartoon, so wie ich es damals erlebt habe. Das ist so nice. Drake Long ist auch ein unfassbar toller Charakter mit einem der besten, wenn nicht sogar dem besten Werdegang eines Cartoons. Er ist sich am Anfang noch nicht so wirklich seiner Rolle des American Dragon bewusst. Er hatte noch seine Schule, sein Leben außerhalb dieser Rolle, mit all den Struggles, die man mit 13, 14 oder 15 eben hat. Und er sieht es nicht so wirklich ein, warum er das machen muss. Aber mit jeder Folge, mit jedem weiteren Verlauf der Serie, wird er sich immer bewusster, warum er der American Dragon ist. Und zusammen mit seinem Charme, mit seiner lustigen und verpeilten Art, mit seinen guten, aber auch nicht so guten Momenten, ist er perfekt für diesen Job, beziehungsweise perfekt für diese Serie. Und dadurch wird dieser Cartoon so großartig, wie er jetzt eben ist. Es gibt 6 Wochen voller Sommerferientage, bis die Schule beginnt und es ernst wird. Und so stellt sich wie jedes Jahr wieder die Frage, was tun, dass es ein toller Spaß wird. Boah, Phineas und Ferb, das war auch eine Kultserie, die ich sehr gefeiert habe. Die beiden haben unsere Sommerferien jedes Mal aufs Neue verbessert. Ich meine, die Serie lief damals immer nur in den Sommerferien, mittlerweile ist es aber glaube ich anders. Sie haben uns auf ihre Abenteuer mitgenommen, die haben jeden Tag irgendwas Cooles gebaut, sei es eine Achterbahn, ein Gartenstrand oder Baumhausroboter, mit dem sie Kämpfe bestritten haben. Und immer wieder hat Candace versucht, sie aufliegen zu lassen, obwohl sie manchmal die Dinge, die sie gebaut und gemacht haben, selber nice fand und selber mitgemacht hat. Die Nebencharaktere wie Bajit, Buford, Isabella etc., die sie begleitet haben, waren auch perfekt. Die haben sehr gut in die Serie reingepasst, genauso wie die Story rund um Perry und Domschmerz und seinen 100.000 Inatoren. Das war auch immer so ein Highlight. Auch ein großes Highlight waren die ganzen Songs in der Serie. Ich habe damals versucht, alle Songs auswendig zu lernen. Ich konnte und kann immer noch bis heute alle Songs. Ich kenne sie alle und mit jedem Song verbindet man irgendwas. Jeder Song steht für sich und ist so gut geworden. Also ohne Witz, keiner der Songs ist schlecht. Jeder Song ist nicht nur ein verdammt guter Ohrwurm, sondern ein heftiger Banger. Die Serie hatte wirklich was Wunderbares an sich. Man hat jeden Tag neue coole Projekte und auch Lektionen von Phineas und Ferb bekommen. Und die beiden haben uns gelehrt, jeden Tag der Sommerferien zu genießen, um was Cooles zu unternehmen. Denn irgendwann sind die Sommerferien vorbei und man bekommt sie nie mehr wieder zurück. Und das ist so true. Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, und nicht wie es manche teilweise immer noch nennen, Timmy Turner. Ja gut, habe ich auch schon öfters gemacht, ne, oh Gott, ist ja auch einfacher, ne. Dann spart man sich so den Zusatz und jeder weiß, was gemeint ist, aber ja, egal. Nichtsdestotrotz, diese Serie war wirklich einer unserer Lieblinge in den ganzen Kinderserien von damals. Timmy bekam mit 10 seine Elfen Cosmo und Wanda. Und ab da begann der Wahnsinn. Mit jeder Folge wurde es gefühlt verrückter und die Wünsche absurder. Nebenbei machten Vicky, Crocker, Francis oder auch Phoob ihm und seine Elfen das Leben schwer. Es gab Timmys Mom und Timmys Dad, die verrückter nicht sein konnten. Vor allem der Vater hatte glaube ich nicht nur eine Schraube locker. Und ja. Es war so ein guter Mix aus allem. Es gab die dummen Momente, die lustigen Momente, mal wurde es traurig, nachdenklich und philosophisch oder komplett abgedreht und einfach nur crazy. Alles war in dieser Serie vorhanden und alles hat auch so reingepasst. Vor allem aber der Humor davon und die verrückten Momente haben einen geprägt.
Doch leider, leider, leider wurde die Serie immer schlechter. Mit jedem neuen Charakter ging die Magie immer weiter flöten. Wobei ich Poof tatsächlich sogar noch ganz süß und erfrischend fand. Aber mit Sparky, dem Elfenhund, oder allerspätestens mit Chloe, dem Mädchen, was sich mit Timmy seine Elfen teilte, und unter anderem Chester und AJ aus der Serie rauskatapultierte, ging die Serie immer mehr den Bach runter. Dennoch bin ich froh, mit den älteren Folgen aufgewachsen zu sein und erinnere mich gerne noch an diese zurück, an denen es zwar verrückt und weird war, aber nicht so weird und vor allem so blöd, wie es dann irgendwann wurde. Das ist Art Attack. Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Wer braucht Mr. Maker, Fingertips oder Wow die Entdeckerzone, wenn man Art Attack haben kann? Das war halt wirklich die einzig wahre Bastelshow, wenn ihr mich fragt. Die anderen Shows habe ich zwar auch verfolgt, aber keine so krass wie Art Attack. Benny Weber fand ich auch wirklich super sympathisch, der hat es wirklich klasse moderiert und man hatte immer Bock, die Sachen selber zu basteln, die er in der Show gemacht hatte. Ja, blöd nur, wenn man keinen weißen Bastelkleber hat und diesen auch in keinem einzigen Bastelgeschäft finden kann. Ich weiß wirklich bis heute nicht, woher man diesen verdammten weißen Bastelkleber bekommen soll. Art Attack hatte mit Benny Weber, dem Schlaukopf oder auch Neil, dem großen Künstler, diesen ganz besonderen Vibe. Ich habe es geliebt, jeden von denen einfach zuzugucken, wie sie ihre Sachen basteln und darüber erzählen. Auch wenn die Sachen von Schlaukopf echt Grütze waren und die von Benny und Neil unfassbar nice aussahen. Aber naja, kleiner Funfact an der Stelle. Neil, der Künstler, den wir nur davon kennen, dass er aus sämtlichen alten Kram etwas Neues und zugleich Cooles erschafft, ist nicht nur Art Attack Original statt wie bei uns Benny Weber der Moderator. Nein. Dieser hat auch tatsächlich Art Attack erfunden und das finde ich sehr interessant, weil ich das einfach gar nicht wusste. Art Attack ist immer noch einer dieser Kultserien von damals, die glaube ich jeder kennt und geguckt hat und wo jeder versucht hat, selber etwas herzustellen. Ja gut, bis dann der Part mit dem Bastelkleber kam. Aber ja, trotzdem war die Serie auf jeden Fall nice. Kim Possible war super cool. Alleine das Intro, was kein Mensch jemals verstanden hat, zumindest damals. Man konnte halt früher kein Englisch und hat sonst irgendwas gesungen. Aber es war okay. Das Intro hat sich einfach super angehört und das war das Wichtigste. Nicht wie wir nebenbei gesungen haben. Das war eine absolute Banger-Serie, die auch einfach jede Emotion und Gefühle in uns erweckte. Es war vor allem actionreich, es gab aber auch traurige, lustige, auch dumme, sowie sehr interessante und spannende Momente. Genauso gab es Momente, wo wir auf entweder Kim oder Shigo Simpson, ohne dass wir wussten, was es eigentlich bedeutet. Aber by the way, welches Team wart ihr? Team Kim oder Team Shigo? Ich war auf jeden Fall Team Shigo, ganz klar. Die Serie hat mit den verschiedensten Charakteren und ihrem mehr als nur ansatzweise stilvoller verschiedener Momente und Emotionen geglänzt. Jeder Charakter, der in der Serie drin war, war absolut berechtigt und hat seinen Teil dazu beigetragen. Tatsächlich glänzten hier mehr die Nebencharaktere wie Ron, Rufus, Dr. Draken, Wade und viele weitere. Alleine Ron und Rufus, ja. Rufus war einfach nur funny mit seiner Art und Ron war halt Ron, aber Ron war auch krass. Ja, er verdient meinen größten Respekt. Denn keiner hat es krasser aus der Friendzone geschafft als Ron Stoppable, Alter. Das muss man erstmal nachmachen. Viele, die die Serie nur sporadisch kennen, würden vielleicht sagen, dass man in jeder Folge doch nur gegen Dr. Draken und Shigo fighten würde. Aber da steckte so viel mehr dahinter und wir alle wissen das, alle, die es damals geguckt haben, wir wissen, es ist weitaus mehr als das. Ich finde es so schade, dass diese Serie im Vergleich zu den anderen eher unbekannt ist. Diese Serie hat so viel Gutes an sich. Diese andere Welt voller Drachen, voller Abenteuer, allein das Opening dieser Serie ist unfassbar nice gemacht. Fun Fact nochmal an der Stelle, die haben ja sogar einen extra Artstyle alleine nur für das Intro geschaffen und es sieht wunderbar aus. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Man spürt im Intro, so wie in der Serie, diese Liebe, diese Leidenschaft und alles, was damit zusammenhängt, mit der die Serie entstanden ist. Die Charaktere dort haben sich auch wirklich super gut ergänzt.
Es gab Gresto, der Anführer der Bande, der im ersten Augenblick sehr egoistisch und großmäulig rüberkommt, aber wenn man hinter der Fassade blickt, hat er ganz tief im Inneren ein sehr großes Herz. Dann gibt es noch Lian Shu, der große, starke kriegerische Kämpfer, der von nichts und niemandem zurückschreckt und dementsprechend die Drachen zerlegt. Und zu guter Letzt haben wir noch Hector, mit dem das Trio dann komplett wäre. Dieser ist selber ein kleiner blauer Drache, der zum einen sprechen kann, auch wenn nur undeutlich. Und zum anderen ist er der lustige und so ein bisschen auf Krawall gebürstete Charakter. Und so ergänzen sich alle drei wirklich perfekt und bilden ein super Trio. Und jetzt, live aus Entenhausen, Mickey Mouse. Er klopft bei Mickeys Clubhaus an. Jeder klopft bei Mickeys Clubhaus an. Rein spaziert, die Party fängt gleich an. Crossover waren damals und sind auch heute noch das geilste, was es gibt. Und es gibt bis heute keine andere Kinderserie, die das besser hinbekommen hat als Mickeys Clubhaus. Man packt gefühlt alle Disney-Charaktere in ein Clubhaus, welches von Mickey Mouse geleitet wird, und diese interagieren dann miteinander. Also komm, was Besseres gibt es nicht, oder? Da gab es gefühlt jeden Charakter und die haben alle gemeinsam dort gegessen, Filme geguckt und Spaß gehabt. Und es war wirklich schön. Natürlich geht es in erster Linie um Mickey, der ein Clubhaus leitet. Kater Carlo möchte sich unter den Nagel reißen und Mickey versucht durch Filme und Besucher sein Geschäft zu retten. Aber es wäre nicht dasselbe, wenn es einfach nur die verschiedenen Mickey Mouse Charaktere wären, die dabei wären und sich die Filme anschauen würden. Die sind zwar auch da und arbeiten für Mickey, aber meiner Meinung nach war doch das Coolste, alle oder gefühlt alle Disney Charaktere in einer Serie zu haben und zu sehen, wie sie miteinander interagieren. Weil das ist doch das, was einfach nice ist. Unsere Lieblings-Cartoon-Charaktere aus den verschiedensten Welten, die gemeinsame Sachen machen. For real, sowas müsste es noch einmal geben, nur halt eben mit neueren Cartoon-Charakteren. Imagine, Phineas und Ferb, Kim Possible, Shigo, Ron Rufus, The American Dragon oder solche Charaktere wie die vier South Park Jungs, Peter Griffin oder auch meinetwegen die Paw Patrols, ja, ist mir völlig egal. Aber die alle in einem Raum bzw. in einer Serie, das wäre so geil. Das wäre so geil. Ich übernehme das. Fillmore ist der Einzige, der ich übernehme das sagen kann und es klingt unfassbar cool. Auch heute noch. Das Intro dazu ist auch so krank geil. Da geht doch safe jeder ab, oder? Fillmore, einfach eine super geile Serie gewesen. Dieses Security-Team hat auch einfach jede Schule gebraucht. Keiner konnte diese Fälle besser lösen als Fillmore und Ingrid Third. Aber bin ich der Einzige, der sich immer gefragt hat, warum keiner von denen, obwohl sie die Fälle in der Schule lösen mussten, in den Unterricht gegangen ist? Haben die so ein Free-Ticket erhalten oder den Abschluss irgendwie ein paar Jahre vorher bekommen? Das war auf jeden Fall immer sehr merkwürdig, dass irgendwie keiner von denen jemals im Unterricht war. Aber unlogischer war sowieso, dass die ganzen Täter immer weggelaufen sind, obwohl das ja Schüler waren und ihre Taten meistens in der Schule passiert sind. Also man hätte ja safe die Daten von denen irgendwann herausgefunden. So. Und I mean, die mussten ja sowieso wieder in die Schule. Also das Dümmste, was man da machen kann, wäre ja weglaufen. Aber gut. Es war trotzdem eine super coole Serie, ich kenne jede Folge davon noch in- und auswendig. Und auch hier nochmal ein kleiner Funfact am Rande. Fillmore hat tatsächlich nur 26 Folgen insgesamt. Ich dachte ehrlich gesagt, das wären mehr. Boah, Super Toy Club. Jeder von uns wollte mitmachen und auch im Toys R Us, im sogenannten Super Toys Race, einmal im Leben den Einkaufswagen mit Spielzeug voll machen. Das wäre geil, aber irgendwie hat das nie jemand gemacht. Also ich kenne keinen, der damit gemacht hat und davon erzählt hat. Ich habe die Serie so hart gefeiert, die Spiele haben auch unfassbar Laune gemacht, aber dieser Traum ist bei mir schon lange vorbei und für jeden von euch aktuell leider auch. Denn die Serie wird nicht mehr produziert. Sie wurde tatsächlich aber von 2017 bis 2020 nochmal produziert und dann war Ende Gelände. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann ein Comeback und dann kann ich wenigstens meine eventuell zukünftige Tochter oder meinen zukünftigen Sohn dahin schicken und dann soll er oder sie mein Traum leben. Und auch wenn das nicht so sein sollte, dann erinnere ich mich gerne noch an diese Sendung zurück, mit all den Spielen und vor allem an den Super Toy Race, der ziemlich nice war. Weihnachtsmann,
Sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Oh ja. Zur Weihnachtszeit hat man sich nur eine Kinderserie gegönnt. Und das war natürlich nur die einzig wahre Winter-Cartoon-Serie Weihnachtsmann und Co. KG. Nicht nur wenn man das Intro hört, alleine die ersten Klänge und die ersten Zeilen geben einem so krasse Weihnachtsstimmung und die pure Vorfreude auf die entspannte Zeit mit der Familie und den Liebsten ist zu 100% gegeben. Wie soll es denn auch anders sein? Du kannst ja diese Serie nicht angucken, ohne danach Lust auf Weihnachten und diese Zeit zu haben. Das geht aber nicht. Diese Serie war wie für diese Zeit gemacht. Ähnlich wie bei Phineas und Ferb gab es auch hier zur Weihnachts- statt Sommerzeit die Folgen, damit man sich schön auf die schneeweißen Feier- und Ferientage freuen kann. Im Gegensatz zu Phineas und Ferb ist das aber eine Serie, die man sich nur zu genau dieser Zeit angucken kann. Dennoch, das ist einfach eine wirklich tolle Kinderserie. Es ist einfach eine Serie, die man sofort im Kopf hat, wenn man an Supertel denkt, vor allem weil die Serie zur Weihnachtszeit immer noch heute läuft. Ich gucke sie mir teilweise auch immer noch gerne an und erinnere mich daran, wie ich damals als Kind mir diese Serie angeguckt habe und was es einfach für eine unbeschreibliche, unbeschwerliche sowie unvergessliche Zeit doch war. Welche Supertel-Kinderserie habt ihr damals am meisten geguckt? Welche ist euer Liebling? Schreibt das gerne in die Kommentare und ich gehe jetzt weiter American Dragon gucken. Haut da rein!